bei jeder Landschaft früher gerne Brauerei. In Holstein, Göstig, Umbrück zu Weidhofen. Die große Fünfte von links war der Bierbrauer von Weidhofen. Thank you.
kann man jetzt all diese Schmankerl, die aus unseren neuen Bundesländern zusammenkommen, ausprobieren. Und heute hat dort eine Aktion begonnen und Wolfram Kirchner wird jetzt gleich davon berichten. Hallo Wolfi. Ja, hallo Ricarda. Eigentlich sind es ja 10 Bundesländer, weil man Böhmen wieder eingemeindet hat. Das heißt, 10 Gastronomen hier in Waidhofen an der Ybbs haben sich zusammengefunden und servieren Spezialitäten aus Österreich. Jeder Gastronom eine ganz spezielle Spezialität. Waidhofen ist, mit scharfem Essen sind die Gäste da ganz ruhig geworden, weil das Fernsehen ja live dabei ist, ist österreichisch. Millennium spielt damit 1000 Jahre Österreich. Veredl, Sie machen da eine Vorarlberger Spezialität, und zwar die Kasnocken, oder wie heißt das? Ja, die Kasspätzle. Eigentlich sind es Käsknöpfle. Ja. Käsknöpfle. Was lernen wir nicht alles in Willkommen Österreich? Schau, zeigen wir das unseren Zuschauern ein bisschen. Was ist denn das Geheimrezept guter Vorarlberger Käsknöpfle? Ja, also vor allem der Käse, wir verwenden einen original Vorarlberger Bergkäse. Also Kuhmilch und Ziegenmilch. Ja, also beim Mehl, speziell für die Hausfrauen, ein doppelgriffiges Mehl, damit die Nocken richtig saftig sind. Also riechen tut's, ich sag's Ihnen, riechen. Ganz köstlich. Und jetzt haben wir noch ein musikalisches Schmankerl, bevor ich Ihnen dann im zweiten Teil von Willkommen Österreich sage, welche Spezialitäten die anderen Gastronomen kochen. Und zwar die Familie Zacharias, die hier auf ihren Einsatz wartet. Ich möchte aber der Berti zuvor, bitte schauen Sie sich genau an, zur heute bestandenen Matura gratulieren. Ein bisschen Applaus, ja, Dankeschön. Hat nichts mit der Gastronomie hier zu tun. Ein musikalisches Schmankerl, die Familie Zacharias, jetzt bitte mit einem Waidhofener Jodler. Dankeschön. Herzlichen Dank dem Wolfram und der Familie Zacharias und die Berti auch Latein Matura hat machen müssen. Vor allem die Käsknöpfle im Vergleich zu den Käsknöpfle. Ich habe gewusst, das interessiert mich, wenn es ums Essen geht. Der Wolfram, ich glaube, der wird das jetzt verkosten. Ach, soll das der Wolfram bieten? Na, da hinten steht ja schon das Buffet. Und der Wolfram lächelt. Ja, den Bauch habe ich mir nicht vollgeschlagen, Esi. Ich habe dich genau verstanden. Ich habe jetzt noch konzentriert geschaut. Die Kandidaten bei Taktik, wie sie gewinnen. Wir sind hier im Festsaal des Rathauses in Waidhofen an der Ybbs. Und Waidhofen steht ja ganz im Zeichen der Kulinarien, österreichischer Kulinarien, die Sie hier sehen. 10 Gastronomen haben sich gefunden. Das ist in Zeiten wie diesen auch erstaunlich, diese Zusammenarbeit, diese positive. Und sie kochen zusätzlich zu ihren Speisekarten jeweils Spezialitäten aus je einem Bundesland. Der Herr Berner, welches Bundesland hat er gezogen? Ja, wir haben Kärnten gemacht und wir machen die Metzens à la Kassuppe mit Brottöpfer. Ja, eine Köstlichkeit, auf die wir dann ein bisschen später noch näher eingehen. Ist es eigentlich schwierig, 10 Leute unter einen Hut zu kriegen? Ja, bei uns in Waidhofen gibt es kein Grauengejammern im Fremdenverkehr. Wir ziehen alle in einen Strick unter dem Motto, gemeinsam und nicht einsam. Ja, also die, jetzt lese ich da, Metznitztaler Kassuppen mit Brottöpfern, Kärnten zu Gast. Darf ich das einmal aufheben? Darf man das aufheben? Schau, und jetzt greift er wieder mit den Händen hin. Rezept, ganz kurz. Wenn Sie Butter nehmen, und das Zwiebel dazu, leicht anschwitzen, ein Mehl mit Milch und ein bisschen Rindsuppe aufgießen, einen Kärntner Bergkäse einreiben, gut durchrühren, aufkochen lassen und dann mit Salz, Pfeffer, Zitronen schön abschmecken, ein bisschen gekochten Kümmel rein und die Sache ist schon fertig. Köstlich, Herr Berner, vielen Dank. Also zu den Rezepten werden wir dann gleich was Detailliertes sagen. Sie kommen zu Ihnen. Frau Meierhofer, ich komme zu Ihnen. Sie sind also eine der Hauptorganisatorinnen dieser Aktion, anlässlich aus 1000 Jahre Österreich. Das heißt ja, Waidhofen an der Ybbs ist österreichisch mit scharfem S. Ein neues Fremdenverkehrskonzept, habe ich mir sagen lassen. Mitunter, ja, wir wollen damit eine konsequente Linie jetzt verfolgen. Der Fremdenverkehr wird aus der Gemeinde ausgegliedert und wir Wirte haben die Ideen, die dann ein Geschäftsführer umsetzen soll. Und jetzt habt ihr ja schon zur Eigeninitiative gegriffen und habt diese Köstlichkeiten kreiert. Sind hier gekocht worden, deshalb ist uns auch so heiß. Da braucht man dazu natürlich viel Einsatz. Man braucht viel Liebe dazu und natürlich dann und wann kostet es auch starke Nerven. Starke Nerven braucht der Christian jetzt auch, weil das ist sein erster Fernsehauftritt. Ich schnappe mir jetzt überraschend. Christian, wie alt bist du? 6. Das ist die Mama, gell? Was isst denn du am liebsten? Was haben wir denn ausgemacht? Rindfleisch. Oder die Spätzle. Na, Sie sehen, das ist eine Live-Sendung. Wir haben uns natürlich ein bisschen abgesprochen. Muss ja sein, gell? Da ist zum Beispiel das Rindfleisch, der köstliche Alt-Wiener Tafelspitz. Wien zu Gast, auch in
Weidhofen an der Ips. Christian, Dankeschön, Frau Mayhofer, Dankeschön. Gutes Gelingen mit Ihrer Aktion. Die Zuschauer hier im Festsaal sind natürlich jetzt etwas still geworden. Der Herr Bürgermeister schaut bewundert zur heimischen Theatergruppe, die ich herzlich begrüße. Die Weidhofener Volksbühne wird uns jetzt einen Teil eines Sketches spielen, der, glaube ich, auch mit Essen zu tun hat. Bitte sehr. Was jetzt in der Gruppe bleibt und dir die Zeit vertreibt, dann nimm dir Zeit und mach die Runde. Denn unsere Wirten geben jetzt Kunde, dass lauter gute Sachen kochen. Fleisch und Turten, Kraut und Rippenknochen. Ja, in 1000 Jahren wird's das noch geben, aber mir dann nimmer leben. Leider kann ich nicht da bleiben, kann mir nicht die Zeit vertreiben. Nach Neuhofen muss ich reiten, die Schenkung soll ich vorbereiten. Ja, du bist ja fast schon da, hättest du's eine Stunde, geht dir noch. Ich gebe Ruhe und hob die nieder. Iss und trink und sei nicht wieder. Ja, alle sollen eingeladen sein, weil jetzt gibt's österreichisches Schwein. Ja, die Weidhofener Volksbühne, den österreichischen Schwein, kleiner Sketch, vielen herzlichen Dank. Herr Stummer, als Herold muss ich Sie jetzt schon fragen, nicht nur als Herold, Sie sind ja auch bei der örtlichen Zeitung der Chefredakteur. Ja. Viel Einsatz, was diese Aktion betrifft, viel Einsatz nicht nur von gastronomischer Seite. Ja, sicher, die Weidhofener Volksbühne hat das natürlich zum Anlass genommen, selbstverständlich hier mitzuwirken. Und für uns ist es eigentlich so schön, dass man erkennt, wenn alle zusammenarbeiten, dass dann wirklich was Gutes rauskommt und eigentlich was soll es. Das Gründe, der Gast sollte eben König sein. So soll es sein in der heimischen Gastronomie. Hoffentlich schreiben sich viele andere auch hinter die Ohren. Vielen herzlichen Dank. Sie sehen die Temperatur hier, die erreichen einen neuen Höhepunkt. Unser Wettermann morgen wird hoffentlich auch darauf zu reden kommen. Ich darf mich verabschieden. Wenn Sie kulinarisches Interesse haben, dann sind Sie hier in Weidhofen an der Ips an der richtigen Adresse. 10 Gastronomen warten auf Sie mit Ihren Spezialitäten. 9 Bundesländer und Böhmen ist natürlich aus kulinarischen Gründen mit dabei. Und jetzt gibt es noch quasi Europameister im Jagdhornblasen. Die sind schon bereit. Und zwar die Windhager Jagdhornbläser. Musikalisch verabschieden wir uns mit einem herzlichen Grüß Gott aus Weidhofen an der Ips. Herzlichen Dank dem Wolfram und schöne Grüße nach Weidhofen an der Ips.